Hey ja, und ganz herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Wie ihr ja wisst, gab es von Armin, einem Zuschauer von mir, massive Zuschauerpost, also ziemlich viel Kram, sodass ich daraus mehrere Teile machen musste. Und das ist jetzt die Fortsetzung davon. Es erreichen mich von Armin noch drei weitere Pakete. Das hier ist das kleinste davon. Das nächste ist ungefähr so groß bis hier. Und das andere ist dieses Paket viermal bis hierhin. Also das ist richtig, richtig schwer. Das kam sogar nicht mit der Post, sondern mit UPS. Und er hatte gesagt, wird er aber spontan entscheiden. Dann soll es auch noch ein Paket geben. Also das ist die komplette Sammlung. Ich weiß immer noch nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist super, super nett und ich bin super gespannt, was hier drin ist. Deswegen fangen wir mal an. Mobiltelefon-Montageset. Wozu ist das hier? Ich muss zwischendurch auch immer dran denken, dass man keine Adressen sieht, weil da unten drunter wahrscheinlich eine Adresse zu sehen ist. Was haben wir denn hier? Elite 360. Das dürfte ein Gehäuse sein. Home Theater PC von Cooler Master wahrscheinlich. Ich glaube, es wird wieder einfacher sein, wenn ich die Kamera auf ein Stativ packe. So. Hier in diesem Paketchen befindet sich ein Floppy-Laufwerk. Fettes, langes Kabel. Ich glaube, SCSI, SCSI oder irgendwie sowas dürfte das sein. Also ich habe das schon mal gesehen, aber es fällt mir gerade nicht ein. Das dürfte aber schon etwas älter sein. Hier ein USB-Mikrokabel und ein Klinkenkabel. Eine Universalfernbedienung mit Netflix-Knopf. Oh, und YouTube-Knopf dürfte wohl ein bisschen neuer sein. Und kann ich tatsächlich auch irgendwann mal gut gebrauchen, weil nämlich die Fernbedienung von meinem Yamaha-Verstärker langsam den Geist aufgibt. Ich habe da schon neue Folien reingeklebt, damit ich das Teil ein- und ausschalten kann. Oh, sind Batterien sogar drin. Wenn hier eine Anleitung oder so dabei ist, dann könnte das eventuell klappen. Ach, machen wir alles online. Ja, okay, dann muss ich das eh später machen. Oh, ein Tablet von iBoom. Boom. Ja, ist mal runtergefallen. Ich lege das mal an den Ladeäumel. Kann gut sein, weil hier wieder ein DC-Jack dran ist, dass man das Teil so nicht laden kann. Vielleicht liegt hier das Netzteil direkt mit dabei. Kann sein, dass es über Micro-USB nämlich nicht klappt bei solchen Modellen. Da müssen wir aber schauen. Dream Pinball 3D. PC-DVD-ROM. DVD tatsächlich. Oh, ein Poster. Ich wünschte, ich hätte hier Platz an den Wänden. Da würde ich da sowas aufhängen, ne? Ja, das kann, glaube ich, wohl Spaß machen. Lieber Mann, bis man das alles auswendig kann. Und dann noch ein gedrucktes Handbuch in mehreren Sprachen. Windows 2000, XP, Vista und DirectX 9 oder höher. CPU-Prozessor mit 500 MHz, 1 GB RAM. Schon länger her, dass ich sowas auf irgendwelchen Softwarehüllen gesehen habe. Ich fand das früher irgendwie faszinierend, Teddy oder Kick zu besuchen. Und da gab es manchmal für 1 oder 2 Euro irgendwelche Spiele oder CDs. Und manchmal war da wohl echt was dabei, wo ich mich dran erfreuen konnte. Oft eben nicht, weil das irgendein Trash war. Aber da stand auch immer genau sowas drauf. Irgendwie, ja, 500 MHz oder so. Halt irgendwelche alten Programme. Aber das kann tatsächlich wohl noch Spaß machen. Ich war ja bei den Retro-Nerds im Münsterland gewesen. Ich hätte stundenlang da rumflippern können. Also bin ich gespannt, das probiere ich auf jeden Fall noch aus. Ganz sicher. Hier gibt es dann noch Laufwerke und Brenner. Hier wollte ich mal, das sah auch genauso aus, da wollte ich mal den roten Laser ausbauen, um daraus halt einen Laser zu basteln, mit dem man Sachen verbrennen kann. Ist nie was geworden. Und am Ende habe ich die Teile dafür dann weggeschmissen. Leider. Das ist ein HDMI, ja, ein Hub. Ne, ein Switch. Dass das so funktioniert, ohne extra Stromversorgung. Ich meine, klar, hier kommt irgendwas durch, aber... Dann gibt es hier ein Enermax-Netzteil mit 460 Watt, wie es draufsteht. Ist es auch drin? Ja, tatsächlich. Oh, sogar mit so einem Aufkleber. Enermax Power Inside. Das packe ich mal gleich zu meinen ganzen Stickern hier. Bringt natürlich nichts, wenn man sie nicht aufklebt. Hier noch anderen Merchandise, sowas. Ob man damit wohl noch auf irgendwelche Messen geht? Ja, gerade wegen Corona wahrscheinlich nicht. Das teste ich auf jeden Fall noch. Und hier noch ein Produktkatalog. Ja, das gucke ich mir jetzt erstmal ganz genau an. Ich finde sowas richtig interessant, mir solche Sachen anzuschauen von vor ein paar Jahren, was man mal so kaufen konnte, weil solche Sachen wohl nicht mehr verkauft werden. Also klar, irgendwelche Tastaturen schon. Und solche Gehäuse, na gut, die gibt es heute immer noch, die können halt nichts, sind halt Gehäuse und das war noch Prä-RGB-Zeit. Manche Leute, die hier zuschauen, sind da wahrscheinlich noch gar nicht geboren.
Ja, 2006 ist das, ne? 24,7, 50 Grad, ja. Quad-Core und CPU, ja genau, das war, ja. Ich habe ja mal so einen PCGH-Rückblick gemacht, aber auf eigene Kappe, nicht das, was PC Games Hardware damals selber gemacht hat. Ist aber auch schon super lange her. Und ich hasse das, solche Sachen wieder zusammenzufalten, weil man dann nie weiß, wie es war. Nur mit einer kleinen Anleitung dazu, was ist. Schön, dass man damals den Leuten noch zugetraut hat, ihren PC selber zusammenzubauen. Und heutzutage heißt es dann, der PC geht nicht an, ich habe schon alles versucht, Hilfe. Ja, war wahrscheinlich damals nicht anders. Ja, was heißt damals, so lange ist das jetzt auch nicht her. Das sind HDD-Befestigungssachen für irgendein Gehäuse mit solchen Schlitten. Manchmal kann man Glück haben, dass sie passen, aber da macht ja jeder Hersteller und jede Produktserie ihr eigenes Süppchen. Deswegen kann und muss das nicht immer passen. Ist das hier eine LED-Uhr? A, B, C. Ich glaube, die hänge ich in Omas Kneipe auf. Hier so eine Uhr. Ich habe hier an den Wänden fast nichts mehr frei, aber da könnte die wohl gut hängen. Ist hier ein Netzteil dabei? Ich sehe hier gerade, da ist eine Installations-CD für Windows Vista. Und dass das hier blau ist, lässt mich vermuten, dass das von Dell ist, weil das sieht so Dell mehr. Ach, da, ja, steht sogar drauf, ja. Aber ein Netzteil ist hier erstmal fehl am Platz. Steht ja auch nicht drauf, ne? Aber vielleicht kann man das auch googeln und findet dann so heraus, was das sein könnte, was der für eine Spannung haben möchte. Des Weiteren findet sich hier drin noch ein Mainboard. Ah, Sockel 775 und zwar von Arbit. Würde man mich fragen, ob ich eine Lieblingsmarke hätte, würde ich sagen Arbit. Irgendwie, weil das war irgendwie so die Mainboards, die Marke, die mir am längsten in Erinnerung geblieben ist, als ich gerade angefangen habe, mit PCs so rumzubasteln. Und Arbit Mainboards kennt man heutzutage, glaube ich, nicht mehr so wirklich. Also ich glaube, die stellen noch Mainboards her, aber ich habe die jetzt nicht so wirklich auf dem Schirm. Arbit, Universal Arbit, war ein in Taiwan ansässiger Hersteller von Computerkomponenten. Ja, gibt's dann doch nicht mehr. DFI, Epox, ja genau, habe ich auch irgendwann mal gehört. Ja, orange Mainboards, ne? Die findest du heutzutage nicht mehr. 2x2 GB sind hier auch dabei, mehr können die dann wahrscheinlich nicht. Aber i45CV, dann ist das wohl ein etwas neueres von den 775er Boards, weil hier dann zumindest nicht nur der Pentium 4 und Pentium Dual Core und Celeron unterstützt wird. Das war nämlich damals ein Problem von irgendeinem Arbit Mainboard, was ich hatte. Und ich wusste nicht, was ich damit machen soll, weil ich da keinen Pentium 4 drauf verbauen wollte und auch keinen Pentium Dual Core. Verbaut ist hier ein Pentium Dual Core E2200. Schon was älter, aber wenn das Board noch funktioniert, würde ich es sehr gerne in Ehren halten. Hier haben wir einen LED-Controller für 12 Volt, 44 Key. Und wahrscheinlich funktioniert das mit jeder üblichen LED-Leisten-Fernbedienung vom Action. Was ist das? SAS. Wahrscheinlich irgendwas für Telefon, Internet, ISDN oder sowas. Da fehlt auf jeden Fall das Gehäuse, ja. Kabelbinder gibt es auch noch. Sehr schön, kann man immer gebrauchen. Und neben drei Tastaturen, einmal von Logitech, einmal nochmal von Logitech und nochmal von... Ach, nochmal von Logitech. Mit einer flexiblen Handballenauflage und hier oben einem Display. Das Teil kannst du tatsächlich benutzen, wenn man diesen Unifying-Adapter hat. Und dann kannst du, glaube ich, auch den Unifying-Adapter gleichzeitig hiermit und mit einer Maus verwenden. Aber weil du eingeschaltet sein solltest, sind die Duracell-Batterien jetzt leider leer. Ja, zu Tastaturen kann ich nicht immer viel sagen. Davon habe ich leider zu viele. Was ist das? Ach, 8 Grad und 4 Grad. Ja, okay. Und hier Laptop von Elite Group. Was haben die denn mit Laptops zu schaffen? Noch nie gesehen. Festplatte da rausgenommen. Diesen Anschluss hier. Es ist vermutlich irgendwas mit IDE. Warte. Die Festplatte, die hier drin war, die hatte einen Adapter von IDE auf dieses Format. Und deswegen brauche ich den Adapter dafür, um das Teil verwenden zu können. Oder ich mache das jedes Mal mit der Live-CD. Der Lüfter hier oben, der ist versifft, aber ist komisch, wie der aufgebaut ist. Zieht er sich hier so ein bisschen Luft raus. Und die Kondensatoren sind offen. Akku, was sagst du? Wahrscheinlich nicht mehr viel. Das soll hier drinnen verbaut sein. Via C3 Prozessor. Okay. Also Via kenne ich als Marke. Aber dass die Prozessoren gemacht haben,
Das wusste ich nicht. Ich kenne nur die Chipsätze und wusste das damals. Ein SATA-Chipsatz von VIA. Da habe ich irgendwann ganz früher mal ein Video zu gemacht, irgendwie um Xbox-Laufwerke umzuflashen. Da wurde dann gesagt, ja, brauchst du einen VIA-Chipsatz oder musst du so ein Teil kaufen. Ich glaube, ich wollte da so ein Laufwerk zurückflashen, weil da irgendjemand, das ist auch schon so lange her, ich glaube, da hat irgendjemand Mist gebaut. Und sogar originale, neuere Spiele wurden damit nicht lesbar. XGD2 oder so war da die Bezeichnung und mehr weiß ich nicht. Bonus. Das Mobiltelefon mit dem Demontagehebel FNEN. Mit dem Feinmechaniker-Schraubendreher die Schrauben LEN. Mit dem Metallhebel die Batterie LEN. Das Telefon Gese mit der Zange schließen. Das ist übermäßig kurios. Soos. Aber mal ernsthaft, das Gehäuse schließen. Also, so schließen? Oder, also... Ich verstehe das nicht. Das hier ist übrigens das nächste Paket. Und das muss ich... Ne, jetzt lasse ich da liegen. Das sind ganz grob 1,50 mal 40 cm oder sowas. Mal 40. Da bin ich gespannt, was da so alles drin ist. Ja, oh... Das war alles da drin. Netzteile en masse. Bei diesem Netzteil hier muss ich aber sagen, das ist viel zu leicht. Also ich hatte mal ein Video gemacht irgendwie über den 150 Euro Office PC oder sowas, den man auch neu kaufen konnte. Und da sind auch solche Netzteile drin. Die mögen jetzt vielleicht für den Moment noch funktionieren, aber das ist ein absoluter China-Böller. Das kommt direkt weg. Und die hier, ich muss mal auf den Datumscode gucken. Best Tech, 12 Volt, 19 Ampere. Ich glaube, damit wirst du nichts mehr werden. Also zumindest mit diesen hier, mit diesem einen hier nicht. Ja, da ist einmal ein Laptop dabei. Sieht aus wie ein Windows Vista Sticker. Schade drum. Ja, Windows Vista, alles klar. Das Teil ist aber schwer. Hier ist ein bisschen was verkokelt. Und was kannst du sonst so? DV6700. Ja, müssen wir alles gleich testen. Ich will einmal kurz die Mainboards irgendwie durchgehen. Aber ich glaube, ich brauche eine zweite Ablage, wo ich die einfach nur hinstellen kann. An dieser Stelle bin ich die Sachen nur einmal grob durchgegangen, habe mir dann aber später gedacht, bei den Mainboards, wenn ich die getestet habe, dann kann ich da am besten was zu sagen, anstelle jetzt hier irgendwas zu erzählen, was ich vermute, was es sein könnte und so weiter und so fort. Deswegen halt nur Zeitraffer. Na wunderbar, also dieser Laptop macht schon mal nichts, also weniger als nichts, nämlich überhaupt nichts. Er lässt sich nicht einschalten. Arbeitsspeicher ist draußen, Festplatte ist draußen, der Schlitten für die Festplatte fehlt. Den Lizenzcode für Windows Vista, den kannst du noch anzeigen lassen, aber ansonsten, ne, willst du einschalten, passiert hier überhaupt nichts und man sieht auch dort an der Stelle, der wurde mal zerlegt und dann wurden da entweder die falschen Schrauben reingepackt oder einfach zu weit reingedreht. Und ja, ich habe auch schon den Anschluss hier geprüft. Der ist so ein bisschen wackelig gewesen, aber das habe ich ja schon mal gesagt, da sind so zwei Pins drin. Und wenn man die ein bisschen weiter in die Mitte biegt, dann kriegen die auf jeden Fall besseren Kontakt. Hier in diesem Fall hat es nicht geholfen, da passiert gar nichts. All jene Netzteile sind leider defekt. Und das hier sind die beiden, wo ich sagen würde, ja, die laufen wohl. Beide von Be Quiet und diese hier, entweder gehen die gar nicht erst an. Das da habe ich gar nicht erst getestet, das würde ich nämlich sowieso nicht verbauen. Das sind China-Böller und der Rest, der fiebst, Powergood-Signal fehlt, 3,3 Volt sind keine 3,3 Volt, sondern nur 2,9 oder uralt. Und sowas möchte ich dann auch nicht mehr verbauen für irgendjemand anderen. Aber wenn die dann 10 Jahre alt sind oder 13 teilweise, was willst du machen? Die Mainboards, die schon optische Schäden haben, die habe ich jetzt mal damit reingepackt. Und ja, gut, auch das eine Mainboard mit AGP. Ja, und ihr werdet dann auch getestet werden. Das mache ich dann aber morgen. Ich habe auch schon einen Karton zusammengebastelt. Aus dem größten Karton, wo dann alles an Kartons drin ist erstmal. Und ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe, wenn irgendwas hier gesehen wurde, was ihr haben wollt, könnt ihr gerne Bescheid geben. Mal gucken, was wie funktioniert und ob überhaupt. Ach ja, und das ist hier das besagte Cooler Master Gehäuse, das Tablet. Das versuche ich die ganze Zeit anzukriegen, aber der Akkustand bleibt immer auf Laden vom ganz untersten Balken. Vielleicht muss der länger laden, ich glaube, da ist ein Wackelkontakt dran. Und das hier sind die üblichen Laufwerke und Brenner und CD, DVD. Da habe ich gerade das hier noch gefunden. Das ist, glaube ich,
SCSI, SCSI, irgendwie sowas. Hier noch so eine halbe Lüftersteuerung, die allerdings mit Widerständen funktioniert. Abenteuerlich. Und die Blende wurde auch abgeschnitten, das heißt, ich kann das Teil auch so nicht einbauen. Da muss ich das kleine Board davon irgendwo im Gehäuse verkleben. Nächster Tag. Hier haben wir einmal das Gigabyte GA890 GPA UD3H. Da ist ein Phantom X6 drauf. Modellnummer ist, glaube ich, 1100. Das habe ich hier extra draufgepackt. Da, 1100T. Ja, genau. Wollte out of the box nicht funktionieren, habe ich die CPU rausgenommen und habe dann gemerkt, so im Sockel, da ist richtig viel Staub. Und die CPU klebte am Kühler. Ja, der Kühler ist ja auch kaputt gegangen beim Versand. Ich weiß noch nicht, ob ich das klebe, weil... Ne? Ist nicht so. Ich glaube, ich mache das nicht. Dann haben wir hier das Arbeitboard, was ich ja von Anfang an schon ganz cool fand. Das funktioniert. Und dann noch dieses Elite Group Mainboard. Das funktioniert auch. Ich sehe gerade, da wurden zwei SATA-Stecker abgerissen. Oh Mann. Also die anderen Mainboards sind, glaube ich, 5 Stück. Die habe ich alle da reingepackt, damit das ein bisschen kompakter ist. Ich sehe das nicht gerne, wenn sowas nicht funktioniert. Ich meine, auch wenn es alt ist irgendwie, aber dann, auch wenn da irgendwie so ein RAM-Port abgerissen ist oder so. Also ich habe die jetzt nicht komplett voll getestet. Ich habe nur gesehen, ah, okay, gehen die an, zeigen mir ein Bild. Ja, okay, dann sollten die eigentlich wohl funktionieren. Das finde ich richtig schade dann. Während wir warten, könnte ich noch einmal verkünden, dieses Mainboard läuft auf jeden Fall. Da war aber keine CPU drauf, da habe ich einfach irgendeine draufgepackt, die ich noch hatte. Und dieses Board hier funktioniert tatsächlich auch. Und das ist richtig zackig da. Also, ne, du packst Strom rein, schaltest das Mainboard ein, eine Sekunde später hast du schon direkt ein Bild. Allerdings funktioniert es nur mit dieser Elsa-Karte aus Aachen. Ja, wegen den beiden A's. Und die anderen beiden AGP-Grafikkarten, die ich in der Hand hatte, die eine von Medion. Und die andere ist mir gerade kein Begriff, ich weiß noch nicht, wo sie liegt. Ach genau, diese hier. Mit der möchte das Mainboard nicht starten. Aber ich habe kein anderes Board, um das so zu testen. Also, könntest du jetzt mal langsam verschwinden, diese Nachricht nervt. Weiter geht's dann hiermit, dieser Laptop mit dem VIA C3 Prozessor. Und wenn ich das Netzteil einstecke, dann leuchtet hier auch was. Aber wenn ich das Teil starten möchte, nix. Ich habe auch schon den Akku rausgenommen und den Akku wirst du wahrscheinlich nicht mehr laden können. Der dürfte dann nämlich fast genauso alt sein, vielleicht 5 Jahre neuer als das Teil an sich. Und selbst wenn der jetzt funktionieren würde, wäre der, glaube ich, kacken langsam. Arbeitsspeicher ist aber drin, aber ich hatte ja schon gesagt, wenn ich keine Festplatte dafür habe, kannst du eh nicht allzu viel damit anfangen. Und noch weniger, weil du jetzt nichts mehr tust. Ah, ich weiß, warum du nichts machst. Auf der Rückseite, da fehlt ja die Klappe für den Kühler. Vielleicht ist da auch gar keine CPU drunter, das schaue ich noch nach, aber diese Kondensatoren, die sind alle, also von hier sieht man es auf jeden Fall, die sind ausgebeult und so wird es wahrscheinlich dem Rest auch gehen und deswegen schaltet sich das Teil nicht ein. Man könnte jetzt hingehen und schauen, ob man die vielleicht ersetzt, aber nee, da habe ich keine Lust drauf. Bei diesem externen CD-Gehäuse habe ich mal reingeschaut. Da haben die tatsächlich wohl ein echtes Laufwerk genommen, dafür aber ein neues Gehäuse gebastelt. Erkennt man daran, dass hier noch der IDE-Anschluss dran ist. Man hätte auch hingehen können und naja, hier gleich den Controller so umpinnen können, dass man dann einen USB-Controller, der jetzt wahrscheinlich hier drin sitzt, einfach damit auf dem Board hat. Aber scheinbar war es so günstiger gewesen oder weniger aufwendig. Aber weil ich hierfür kein Netzteil habe, kann ich das Teil auch dementsprechend nicht testen. Und wenn die Klappe oben nicht drauf ist, ne, also keinen Nutzen dafür leider. Dann gab es ja nämlich noch diese Uhr hier. Und die funktioniert, wie wir hier sehen, aber da war kein Netzteil dabei. Ich habe geschaut, ob man das Teil noch kaufen kann, ob es da irgendwelche Infos zu gibt zum Netzteil. Nö, gibt es nicht. Da hätte ich mir jetzt erst gedacht, ja gut, so ein übliches Haushaltsteil, ne? 3, 6, 9 oder 12 Volt oder vielleicht auch 10 Volt, irgendwas dazwischen, wird damit wohl zusammen laufen. Ich habe hier ein kleines Labornetzteil, kommt glaube ich aus dem Video Roadtrip mit Technikkeller. Das wurde in einer Schule ausgesondert, weil RPE zu hoch sein würde. Ich hatte damit bis jetzt keinerlei Probleme gehabt, allerdings habe ich den auch erst 4-mal benutzt oder so, aber
besser haben als brauchen. Aber es ist ganz gut, dass ich da mit Wechselspannung reingegangen bin. Dazu müssen wir da einmal reinschauen. Das habe ich nämlich getan gestern Abend noch. Einmal, um dieses Glas zu reinigen. Das ist tatsächlich echt Glas. Und wenn wir dann einmal reinschauen, sehen wir die ganze Schar an LEDs. Hier eine kleine Backup-Batterie, die die Uhrzeit speichert. Hier der Sockel für diesen Stecker hier. Kann mir jemand sagen, wie die heißen? Also die haben mit Sicherheit einen, ja, wahrscheinlich Hohlstecker oder sowas, ne? Ja, ich könnte jetzt auch googeln, aber wenn es jemand weiß, dann, ne? Das heißt nicht, Philipp hat keine Ahnung, sondern er weiß es nur gerade einfach nicht. Naja, aber wenn man hier so reinschaut, sehen wir dann da AC 9 Volt. Das bedeutet Wechselspannung 9 Volt. Ja, perfekt. Jetzt war nur das Problem gewesen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich in meiner Kiste mit Netzteilen tatsächlich ein Wechselspannungsnetzteil habe, weil, ne, üblicherweise hast du eben 6, 9 oder 12 Volt und das Ganze Wechselspannung, in Gleichspannung für Netzteile, Lampen, was weiß ich. Aber hier hat man sich gedacht, nee, den Gleichrichter, den bauen wir hier ein. Und wäre ich da jetzt hingegangen und hätte dann mit 3 Volt, 6 Volt, 9 Volt angefangen, hier einfach Strom reinzuballern. Man weiß ja auch nicht, was Plus und Minus ist. Üblicherweise ist Plus immer der Stab in der Mitte und Minus außenrum. Aber ich glaube, gerade Sony in den 90ern hat sich da gedacht, nee, können wir auch andersrum machen. Ne? Da wird das dann auf jeden Fall nichts und das wäre dann hier wahrscheinlich früher oder später hochgegangen. Wahrscheinlich auch sehr direkt. Ich glaube, wir haben hier, ja, 5 Ampere. Ich glaube, das dauert dann nicht so lange. Und deswegen, wenn ihr irgendein Gerät habt, wo man ein Netzteil braucht und wo hinten absolut nichts draufsteht, also ich finde schon, dass man das da drauf schreiben sollte und da steht auch auf jedem Gerät eigentlich drauf, was da rein soll. AC, DC, Volt und die Stromstärke. Nur hier eben nicht. Wahrscheinlich, weil es aus China kommt, dann sollte man besser reinschauen. Wenn man eben so etwas sieht, ne, 4 Dioden direkt nebeneinander oder auch in so einem Viereck angereiht, dann weiß man, aha, okay. Ja, genau. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen dieser Teile, fürs Zuschicken dieser Teile. Ja, ich werde mich ein bisschen kürzer fassen. Ich bin nämlich ein wenig am Kränkeln. Also irgendwie Halsschmerzen und hier und da Husten, obwohl das ist immer so 1 bis 1,5 Stunden geht es mir gut, mal wieder nicht so. Und eigentlich wollte ich auch jetzt überhaupt nichts mehr machen, aber habe dann gerade ein bisschen Lebensenergie zurückgekriegt und das Video dann doch mal geschnitten, dann kommt das auch passend an und ja, habe ich mich schon fürs Zuschicken bedankt oder nur fürs Zuschauen? Auf jeden Fall für beides, danke. Armin hat ja gesagt, er hätte noch ein weiteres Paketchen, das würde er sich aber noch überlegen, ob er mir das zuschickt. Also ich hätte wohl Bock da reinzuschauen und wenn du oder wenn ihr jetzt alle sagt, ja, schickt es ihm auf jeden Fall, wir wollen das sehen oder eben auch nicht oder schickt es doch lieber dem und dem, der kann damit mehr anfangen, dann soll es mir auch recht sein, aber da bin ich jetzt raus. Ich hoffe, die Erkältung dauert nicht so lange an, sodass ich dann auch wieder vernünftig Videos machen kann. Weil so wie jetzt will ich eigentlich nicht länger als nötig irgendwo vor der Kamera sitzen. Also danke fürs Zuschauen, fürs Zuschicken, dabei sein und abonnieren, kommentieren. Ja, okay. Also bis zum nächsten. Ciao, ciao.